Hallo zusammen und willkommen hier auf meinem Kanal InKev. Schön, dass ihr hier immer so aktiv seid und meinen Kanal jetzt mittlerweile so krass supportet. Jetzt mal Real Talk, ich mache gerade eben, zumindest wenn es so weitergeht, mehr Abonnenten auf InKev als auf meinem Hauptkanal. Ich weiß nicht, ob das ein Armutszeugnis ist oder ob das einfach nur krank ist von euch. Also ihr seid so krass am Start, ey, vielen, vielen Dank dafür. Was ich auch weird finde, ich habe das jetzt einfach mal geguckt. Ich habe mal Aline Bachmann hier oben eingegeben, ne? Weil ich wollte mal sehen, wie die Videos auch bei mir gerankt werden. Und wenn ich das eingebe, kommt einfach als viertes Video meine Reaction dazu. What the fuck? Also keine Ahnung, warum ihr Aline Bachmann-Content unter anderem feiert, beziehungsweise da meine Reaktion sehen wollt. Ich finde die Person einfach nur extrem schlimm. Und jedes weitere Video, was ich mir dazu angucke, das macht es halt einfach noch schlimmer. Und ich denke, irgendwann sind wir am Zenit angekommen und keiner hat mehr Bock darauf, weil das zu schlimm ist. Aber das Gute ist, wenn ich jetzt auf zum Beispiel in DaVinci reagiere oder auf Drama Detective und sowas drauf reagiere, dann gebe ich Aline Bachmann keinen Klick, sondern gebe ich den beiden einen Klick und dann ist das in Ordnung. Ja, deswegen, wir gucken uns das mal an. Aline Bachmann, dir total merkwürdiger Livestream. Ich halte euch hier auf jeden Fall auf den Laufenden. Wir werden jetzt immer mal so ein bisschen auf ein paar Dinge reagieren, weil ich möchte ja auch ein bisschen up-to-date bleiben, weil, falls mal wieder was Krankes sein sollte, ne, dann komme ich aus dem Hinterhalten, da mache ich auch noch ein Video dazu auf meinem Hauptkanal und deswegen muss ich immer aktuell bleiben. Deswegen schauen wir uns jetzt mal das Video an von DaVinci. Herzlich willkommen. Und mal schauen, ja, mal schauen, was das jetzt wird. Kann ich hier auch HD einstellen? Ich wollte gerade sagen, ey, wenn das nicht mal HD wäre, das wäre ein Armutszeugnis gewesen, ne? Da Vinci, neuer Simplicissimus, ja? Ich raste aus, ja? Herzlich okay, willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Und doch herzlich willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen. Und diesmal geht es um unsere beste Freundin Aline Bachmann mal wieder. Ihr habt es mir zu... By the way, ich habe das mal durchgezählt. Da Vinci hat mittlerweile über 50 oder über 60 Videos zu Aline Bachmann auf seinem zweiten Kanal hochgeladen. Das musst du erstmal schaffen. Aber jedes Video bei ihm geht auch ab. Das muss man wirklich auch ihm zugute halten. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Aline Bachmann, keine Ahnung warum, aber die fängt ganz viele Klicks irgendwie bei YouTubern wie Da Vinci oder auch bei Drama Detective ab. Das ist unfassbar. Und auf meinem zweiten Kanal. Also seid am Start, Leute. Ja, ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen, wenn ihr Bock habt. Und ihr könnt auch gerne, wenn ihr bis hierher geschaut habt, ja, jetzt nach 2 Minuten, könnt ihr gerne eine 187 in den Chat schreiben, wenn ihr cool sein wollt, ja. Zugeschickt, ihr wollt Updates zu den Themen, von daher bleibe ich natürlich dran. Und spreche über sie jetzt heute mal. Ich möchte jetzt gar nicht so viel Kritik hier reinhauen, denn die letzten Livestreams wirkten sehr, sehr merkwürdig. Und man blickt jetzt bei ihr nicht so ganz durch. Ich krieg auch hier und dann... Hat man bei ihr überhaupt schon mal durchgeblickt? Also Da Vinci hat auch schon 50 Videos oder über 50 Videos dazu gemacht. Also das ist kein Scheiß, das ist auch keine Übertreibung. Man hat auch noch nie durchgeblickt bei der Person. Also die war schon immer einfach so... So, die hat immer so die ganz komischsten Moves gemacht, die man halt nicht nachvollziehen konnte. Das verstehe ich nicht ganz, Da Vinci. Nachrichten, die lese ich auch. Keine Sorge, dieser Mensch, ist es jetzt nicht ein bisschen brenzlig, über sie zu berichten, beziehungsweise auch mal Kritik dazulassen. Ich möchte dieses Video einfach dazu nutzen, mit euch mal drüber zu sprechen, ohne sie jetzt fertig machen zu wollen, ob sie vielleicht sogar Hilfe braucht. Ja? Das wirkt auf jeden Fall nicht so ganz gesund und irgendwie auch sehr strange und merkwürdig. Aber damit ihr auch wisst, was ich meine, zeige ich euch jetzt einfach mal ein, zwei Passagen aus ihrem letzten Livestream, wo ich sagen muss, da kann doch irgendwas nicht ganz stimmen und vielleicht braucht sie sogar Hilfe. Ich zeige euch jetzt mal einige Minuten am Stück, damit ihr einen Eindruck davon habt, wie sie so gewirkt hat. Schreibt gerne mal euren Eindruck in die Kommentare. Pass auf, jetzt geht das ganze Video über, ja, einfach 3 Minuten Livestream abspielen lassen. Ey, das ist aber, ey, das ist echt schlau gemacht, um die Videos einfach auf 8 Minuten zu bekommen. Ich habe kein Problem damit, ne, aber ich finde das einfach sehr lustig, weil das ist bei Da Vinci immer mal so. Manche hat auch so ein Statement drin von irgendwelchen Leuten, die auf Instagram Statement gepostet haben. Das geht halt einfach so 20 Minuten und er lässt das halt 20 Minuten in seinem Video drin und verweist nicht auf das Video explizit, wo man es angucken soll, sondern er hat das in seinem eigenen Video und dadurch steigt natürlich die Watchtime auch extrem. Ey, das ist so schlau, ne? Eigentlich Pfeifert. Ja, eigentlich Pfeifert-Move. So, let's go. Ja, wie, hä? Wie lange sollte das noch hier drin sein? Alter. Kopf hoch, Maus. Magst du uns erzählen, was passiert ist? Du bist so eine tolle und hübsche Frau. Ich weiß nicht, wer halt noch dahinter steht, ne? Also Angel, ich verstehe es nicht. Außer sie heißt Angie Angel und geht gern angeln, das kann natürlich auch sein. Aber ich verstehe es nicht, wie kann man denn noch hinter ihr, also wie kann man bei den Scheißaktionen, die sie abgezogen hat, noch hinter ihr stehen? Das ist Wahnsinn. Das wundert mich. Danke, Mary, für das Geschenk. Danke
Danke für den Support. Danke, Mary, für den Support, ja. Danke fürs Geschenk. Ein Riesenrad, bitte. Eine Rakete, bitte. Ja. Eine Rakete. Warum blendet er diesen Stream ein? Man erkennt gar nichts weiter. Sie sagt ja nichts. Aber es ist natürlich schlau gemacht, 3 Minuten jetzt das zu zeigen. Ja, wir machen mal noch ein bisschen schneller, ne? Das hält ja keiner aus. Eine Perle geschenkt. Danke, danke für die Perle. Danke für die Perle. Jungsinnen, danke. Redest dir einfach von der Seele, das hilft. Ja, Miss Demon, genau. Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere, ja, genau. Du bist verrückt. Danke für die Perle. Danke für die Perle, Jungs. Und Mädels vor allem. Danke. Warum heißt sie eigentlich Shinaila Official? Aline. Nee, aber das macht keinen Sinn. Ja, warum mal Ashila? Also, falls es jemand von euch weiß, ne, manche sind ja übelste OGs bei den Videos. Und manche haben ja auch auf Instagram geschrieben, aufgrund meiner Reaction, so wie man mit Pferden umgeht, wie es da ausschaut, mit, dass man Pferde ausbildet, dann wieder verkauft. Aber die Ausbildung dauert viel, viel länger als das, was Aline gemacht hat. Also, ihr seid ja richtig am Start. Vielleicht die OGs unter euch, ja, also die wirklich krass in diesen Games sind, könnt ihr mir erzählen, warum sie hier Shinaila heißt? Das macht für mich keinen Sinn. Ne? Also ich hätte jetzt gedacht, zurückwärts vielleicht Aline, aber ist halt auch nicht so der Fall. Was ist denn los? Was ist los? Sag's mir, Aline. Komm, 4-Augen-Gespräch. Sag's mir bitte. Was ist denn mit Aline los, ja? Das sieht gar nicht gut aus. Es kommen bessere Zeiten. Es kommen bessere Zeiten. Oh ey, ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Was ist für ein Livestream? Auch nice, dass Da Vinci so lange einblendet. Gut, ich kann euch wieder auf 1,25 stellen. Gott sei Dank. Okay. Das ging wohl nach meinen Infos eine ganze Weile so merkwürdig, weil... Kommt hier ein Komma hin? Das ging nach meinen Infos eine ganze Weile... So merkwürdig, weil ich glaube, da kommt kein... Es ist auch scheißegal, ne? Ja, ich merke nur, dass ich schon wieder der Alpha Allmann bin, ne? Ich sollte mich nicht Alpha Kevin nennen, sondern Alpha Allmann. Let's go, wir machen weiter. Also ich bin durchaus gespannt, was ihr jetzt zu diesen Aufnahmen sagt, aber ich find's sonderlich gut. Mental fit und gesund wirkt das jetzt auf mich nicht. Ich finde das auch persönlich zu hinterfragen, wenn man so oft live geht, also wenn man so 3, 4, 5, 6, 7 Mal am Tag live geht, teilweise, auf sämtlichen Plattformen und irgendwie die ganze Zeit versucht, irgendwie Leute mit Nichtigkeiten zu unterhalten, dann zeugt das für mich, der ja auch selber live streamt auf Twitch, YouTube und auch ja neulich ja hier auch auf Instagram, irgendwie nicht von mentaler Gesundheit, wenn man wirklich jeden Blödsinn zur Sprache bringt, beziehungsweise sofort den Stream anschmeißt, weil keine Ahnung, man lebt ja dann dadurch auch so ein bisschen in so einer Scheinwelt. Ja? Man kriegt ja im Livestream, jetzt bei ihr jetzt nicht unbedingt, aber im Livestream sehr viel Zuspruch in der Regel. Und das hat ja mit der Realität als solches jetzt nichts zu tun. Man kann dann schon so einen Höhenflug bekommen, wenn 200 oder 500 oder 1000 oder auch 10.000 Leute, die in den Livestream sich reinziehen und in der Regel durchaus positiv sind mit dir, dann kann man schon mal abheben. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Und das sehe ich halt ein bisschen bei ihr auch. Jetzt aber auch in dem Fall im Negativen. Der Psychologe ist am Start. Bro, ey, lass so mal wirklich einen Psychologe draufschauen. Das würde mich echt mal interessieren, wie er das Gutachten da machen würde bei Aline Bachmann. Also ich glaube, es ist jetzt schwierig, eine Ferndiagnose aufzustellen, zu sagen, ey, ihr geht's da psychisch ganz, ganz schlimm. Währenddessen man eigentlich auch 3000 Videos darüber auch macht, dass sie mit Absicht sich extra so stellt, damit sie halt Geld bekommt oder Aufmerksamkeit bekommt. Also natürlich, das sind halt alles irgendwo Maschen und sie heult ja auch immer mal gefaked und gestellt, ne, dass es ihr ja so schlecht geht und währenddessen liegt sie andere Adressen und hetzt Anwälte auf irgendwelche Leute drauf. Also ich würde das jetzt mal noch nicht so ganz für voll nehmen, ihre Reaktion in irgendeinem Livestream. Vor allem, wenn du 10.000 Mal am Tag live gehst, klar, steigt sie dann eh bis zum Kopf, ja, weil hätte ich gar keinen Bock, Alter. Übel oft am Tag live gehen, hätte ich keinen Bock. So einmal oder zweimal am Tag live gehen, okay. Aber so 5-mal live gehen, was weiß ich, das ist mir echt, also das wäre mir auch zu viel. Wenn sie halt Kritik bekommt, beziehungsweise nicht im Reinen mit sich ist, sich da so aufgelöst zu zeigen oder teilweise minutenlang nichts zu sagen,
ich fand es jetzt auch ein bisschen strange, euch das jetzt zu zeigen, aber mir haben das jetzt so viele zugeschickt und gesagt, ey, was geht denn da ab? Hast du das mitbekommen? Und die sich auch gefragt haben, was ist denn jetzt der Phase? Also, was geht denn jetzt mit ihr ab? Ja? Als ob sich Menschen sowas fragen, ey. Was ist mit der Menschheit heutzutage los, ey? Die gehen freiwillig in Aline Bachmann-Stream, gucken sich das an und sagen dann zu Da Vinci, ey, sag mal, was ist denn da los? Was geht denn da ab? Und Da Vinci kann auf jeden Fall nicht die Antwort dafür liefern, weil es ja ganz klar ist, er ist halt auch kein Psychologe und der denkt ja auch wie die Zuschauer. Und die Leute schicken ihm das und dann wird er raus das Video. Also ich, wie gesagt, ne, ich habe gar nichts gegen Da Vinci und ich auch gegen das Video habe ich nichts, aber ich finde diesen Inhalt sehr weird, weil dieser Inhalt ist eigentlich bloß, dass sie in dem Livestream ein bisschen aufgelöst war und sich bedankt hat für eine Perle. Und noch nicht mal gesagt hat, was eigentlich das Problem ist. Das ist so ein bisschen traurig. Ich dachte, jetzt kommt hier richtig krasser Inhalt. Yeah! Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Geil. Benötigt sie Hilfe? Keine Ahnung. Also ich aber schaut uns an, Da Vinci. Ich mag dich trotzdem. Ich kann euch, wie gesagt, unten nur die Telefonsorge nochmal unten verlinken. Ist, denke ich, ganz sinnig in solchen Fällen, dass man merkt, oder bei Leuten, wo man merkt, okay, die brauchen vielleicht Hilfe, die vielleicht auch mal positiv anschreibt. Vielleicht freut sie sich ja sogar, ja, also ich bin jetzt der falsche Ansprechpartner, denke ich, ja. Aber selbst ich würde ihr und wieder dazu raten, sich da vielleicht Hilfe zu suchen und ja, vielleicht auch erstmal wirklich diese Social-Media-Pause einzulegen, ja. Ich hoffe, da kommt nicht wieder der nächste Skandal. Ich weiß, die Pferde werden jetzt gerade wohl. Die Social-Media-Pause hätte Aline Bachmann vor 5 Jahren gebraucht, einfach so. Und einfach die Pause, und zwar so lang, dass es Social Media schon gar nicht mehr gibt, da gibt es dann irgendeine neue Erfindung. Also so lange hätte Aline Bachmann vom Internet fernbleiben sollen. Sie hat sich aber für den falschen Weg entschieden. Ja, wir können das auch nur von außen so betrachten, aber für mich persönlich ist es bei Aline Bachmann, sie wäre, denke ich, ein guter Mensch, würde es das Internet nicht geben. Also es, bei ihr ist es wirklich der Fall gewesen, das Internet hat sie noch mehr kaputt, also das Internet hat sie nur kaputt gemacht, denke ich mal. Eines ihrer Pferde wird wohl jetzt auch gerade wieder verkauft und irgendwie geht es wohl auch mit dem Like-Us-Thema bald richtig los. Ich habe da nur im Hintergrund jetzt einige Gerüchte gehört, die möchte ich euch jetzt aber noch nicht hier erzählen, weil, wie gesagt, man wird ja sehen, was dann passiert. Auf jeden Fall soll das ja auch eigentlich schon längst auf den Streaming-Plattformen laufen, aber das scheint wohl noch ein bisschen zu dauern. Und ich denke, im neuen Jahr werden wir da auch einiges hier auf diesem Kanal dazu finden. Also wenn euch sowas interessiert, lasst auf jeden Fall gerne noch ein Abo da und ich freue mich über jeglichen Support. Danke auch nochmal für die 22.000 Abonnenten hier auf dem Channel. Krass. Da freue ich mich sehr drüber. Aber man muss einfach sagen, Da Vinci hat es geschafft, und das finde ich, ist wirklich zu respektieren, den zweiten Kanal zu erschaffen, der abgeht, der seitdem er den Kanal hat und da aktiv ist, der da abgeht, wie mein InCap-Kanal hier, ja. Jetzt, wo ich da sehr aktiv bin, wirklich jeden Tag ein Video raushaue, geht der auch mehr ab, ne, ist mir auch aufgefallen. Aber 22.100 Abos, stark, muss man einfach wirklich so sagen, ne, also so dieses Trash-Ding, ich bin da jetzt nicht so der größte Fan, sonst hätte ich auch ein Abo da gelassen, so um ein bisschen hier up-to-date zu bleiben, aber ich gucke hier auch so mal freiwillig drauf und, ja, es ist krass, es ist aber krass, wie viele Leute sich dafür interessieren, dass irgendeine Person mal wieder absolut wilde Reaktion in einem Stream zeigt, ja. Also ich find's irgendwie amüsant, ne? Ich find's irgendwie amüsant, dass viele Leute sich um Aline Bachmann scheren. Ich weiß nicht, ich finde diese Frau übel unsympathisch und schrecklich. Aber ja, man fuckt sich so drüber ab und denkt sich dann so, schön. Jetzt haben wir uns wieder am Tag einmal abgefuckt und jetzt können wir wieder positiv in die Zukunft gucken. Ja, ungefähr so ist das. Wir sind jetzt stramm auf dem Weg zu den 30.000. Okay. Ich habe hier noch viel vor. Ihr werdet auf jeden Fall hier immer informiert werden, aber ich wollte das hier euch einfach mal zeigen und bin wirklich auch selber fassungslos. Ja, auch wenn ich jetzt hier so ein bisschen selber nicht weiß, was ich damit anfangen soll, auf jeden Fall wirkt das alles nicht ganz mental fit, um es jetzt mal freundlich auszudrücken. Denn ja, doch. Sich so im Livestream zu präsentieren, minutenlang nichts zu sagen, zu heulen und Co. Ja. Ja, aber sie hat ja schon was gesagt, ne? Sie hat gesagt, danke für die Perle, danke. Danke Mary, danke für den Support, dankeschön. Das waren die Ansagen, die wir brauchten als Zuschauer, als Konsumenten. Und das hat mich sehr gefreut, ja. Das ging mir auch bis tief ins Innere, bis tief in meine Milz, ja. Hat mich irgendwo schon berührt. Da sollte man dann vielleicht auch überlegen. Ja, doch, gutes Video auf jeden Fall, ne? Ich meine, der Reaction-Stuff. Einfach mal auslässt, wenn es einem nicht gut geht, was ja auch eine Möglichkeit ist. Und da war es von dir geschrieben, das ist der Drachenlord-Effekt. Wenn online sein das Einzige ist, was Einkommen erzeugt, dann muss man das halt immer machen, auch wenn man nicht gut drauf ist, Depressionen
hat oder wegen Drogen einfach abgeranzt ist. Das stimmt. Es ist tatsächlich wirklich so, weil du hast sonst nichts mehr so. Ansonsten kannst du dein Leben praktisch, na gut, du kannst halt Hartz IV dann beantragen, ja, weil ich weiß auch nicht, ob jemand wie Aline Bachmann dann wirklich sich eine Arbeit suchen würde, das wäre auch noch ganz spannend. Aber das werden wir dann eines Tages vielleicht erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen, check gerne das Video von Da Vinci ab, ich hab den Link ganz oben reingekloppt, ja, sind immer, bei meinen Reactions sind die Links immer ganz oben, deswegen ganz wichtig. Wie gesagt, schreibt gerne 187 in den Chat, schreibt gerne was zu Aline Bachmann, wenn ihr da irgendwelche Informationen habt und danke schön fürs Zuschauen, ihr seid die Besten. Das sage ich eigentlich bloß, um mich wieder bei euch einzuschleimen. Aber nee, ich mag euch wirklich, ey, ihr seid cool. Dankeschön fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao, ciao.